Fahrradtriesen in Berlin. Boah, das habe ich ewig nicht geguckt, Bro. Guter, guter Call. Hey, ihr crazy Radfahrer-People in Berlin. Damit ihr es voll nice habt in the hood, hat das Oh Mann, das Format war irgendwie cooler. Ich hätte das irgendwie cooler in Erinnerung, Bro. Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, coolen Stuff am Start. Hier. Was ist das denn? Weiß nicht. Ja, eine Skulptur. Das ist eine Stange, keine Bank. Also ich würde mal sagen, Fahrradständer mit Tablett obendran. Genau, und da ist ja auch Herr Kraus in the house vom Bund der Steuerzahler. Auch er ist mega hyped. So, das ist jetzt der Kreuzberger Fahrradtresen und der hinterlässt mich völlig ratlos. Ich weiß überhaupt nicht, was das dem Radverkehr dienen soll. Safe, Digga, das hier ist ein Fan. Boah, Digga, ich geh das jetzt die ganze Folge so. Sie Fahrradtresen und alle fahren voll drauf ab. Oh, das Bezirksamt hat eben nicht Gott. Nur die Ideen, sondern auch krass den Check und mailt. Die Idee hinter dem Fahrradtresen ist Ride, Stop, Drink, Work, Relax. Dinge, die nur in Berlin passieren, Alter. Bro. Achtung, never verwechsel die Reihenfolge. Aber ansonsten ist alles ganz easy. Das Fahrrad wird als Sitzhocker am Tresen geparkt. Der Tresen kann zum Abstellen von Getränk oder Arbeitswerkzeugen genutzt werden und dient als Treffpunkt. Digga, was denken die? Ich sitze da auf meinem gottverdammten Mountainbike und pack mein MacBook aus und arbeite dann da, oder wie? Also wenn ich mich wirklich mit Menschen unterhalten möchte, dann steige ich schon auch ab. Bro, was? Gott, hier kann man nice Sattelfeste feiern. Oder wie das Bezirksamt would say, Saddle-Partys. Immerhin passen ganze drei Räder bequem an den Tresen. Boah. Und mit ein bisschen Geschick ist es hier super cozy. Ich bin gern dafür, dass es mehr Fahrradinfrastruktur gibt, aber sowas muss jetzt nicht immer. Also es ist jetzt nicht das Erste, was ich brauche. So. Fehlt halt vielleicht noch so ein Ausschank oder irgendwie... Kann man hier noch ein Fass installieren oder sowas? Boah, Junge! Digga, stellt den Mann ein, Bruder. Da kommt Innovation ins Spiel hier. Ein Fass da ranbringen, dann ist das Ding gelaufen, Alter. Dann auf einmal stehen da immer drei Fahrräder dran. Genau, ein Fassrad-Tresen. Kreuzberg ist schließlich flüssig. Der Fahrrad. Wirklich, diese Stimme cringe mich komplett weg. Tresen mit den ganzen Arbeiten drumherum hat 8.300 Euro gekostet. Bro! Bro! Mit 8.000 Euro würde ich einen Laden aufmachen. Ich fände so an Ampeln so Fußtreter, finde ich irgendwie besser als eine Bar. Boah. An einer Ampel einen Fußtreter, dass man nicht absteigen muss, sondern dass man seinen Fuß da so abstellen kann, Junge. Das wäre big. Lieber glatte Fahrradwege. Also das da gibt es? Boah, noch nie so gesehen. Das wäre big. Bäume. Kann man anders anlegen. Ist ja wohl, ja. Würde ich sagen. Aber Berlin ist ja sexy. As hell. Also lass dem Tresen doch gerne ein Bike da. Hier in Berlin Cross Hill. Machen wir uns nichts vor.